Okay, hier noch einmal zu Sketchometry. Ich mache das Ganze jetzt mit der Maus. Und zwar gibt es hier ebenso die Möglichkeit, mit der Maus zum Beispiel Geraden und Linien zu zeichnen. Wir werden da jetzt zum Beispiel ein Dreieck konstruieren. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Dann probieren wir jetzt dran, mit der Maus zum Beispiel eine Senkrechte zu konstruieren. Das war diese Geste und noch einmal eine Senkrechte. Okay, gehen wir mal zurück. Man kann diese Senkrechte jetzt natürlich, so wie man es gewohnt ist, aus GeoGebra ohne Probleme verschieben und die bleibt immer senkrecht auf den jeweiligen Punkt, auf die jeweilige Gerade. Also das ist wirklich sehr, sehr nett. Man kann diese Gerade natürlich auch fixieren durch diesen Eckpunkte und auch so Gesten mit der Maus auch sehr einfach machbar. Wie ein Kreis sind überhaupt kein Problem und auch der Kreis ist dann natürlich wieder zum Verschieben. Also Sketchmetry bietet wirklich viele Möglichkeiten aus der Geometrie. Man kann da ganz tolle Dinge konstruieren. Auch Winkelsektor, Kreis mit Mittelpunkt geht natürlich auch, ein Vieleck und so weiter. Also da ist sehr viel möglich und man kann in den Eigenschaften einiges an Dingen machen. Also man kann hier zum Beispiel auch mit dem Mausrad zoomen, das vorher mit dem Pinch to Zoom nicht funktioniert hat, aber mit dem Mausrad ist das Zoomen ganz einfach möglich. Gut soweit, ganz kurz nur zu Sketchmetry. Ich glaube, das Ding hat sehr viel Potenzial, speziell im Unterstufenbereich. Also würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere das einsetzen würde in der Schule. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und welche zusätzlichen, speziell die Gesten, sind für mich ganz spannend und bin wirklich interessiert daran, wie sich dieses Programm weiterentwickeln und welche Gesten da in Zukunft noch dazukommen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.